Was siehst du? Schwarz? Ja, das kann sein. Kennst du das? Manchmal passieren Dinge, die wir so nicht eingeplant oder erwartet hätten. Und dann wird alles dunkel. Dann wird alles schwarz. Wir können es uns einfach machen und wieder anderen die Schuld geben. Aber diese Welt ist nun mal kaputt. Und wir Menschen sind verdorbener, als wir es uns eingestehen wollen. Und diese Welt braucht eigentlich einen Retter. Oft zeigen uns dunkle Zeiten, wie wenig wir Menschen unter Kontrolle haben. Aber vielleicht ist genau das, was wir brauchen, um zu erkennen, wen wir brauchen. Hi Leute, hier ist Sam. Wie ihr vielleicht in einem meiner letzten Videos gesehen habt, habe ich meiner kleinen YouTube-Ecke einen neuen Anstrich verpasst. Zum Glück hatte ich dabei ja auch etwas Hilfe. Wie ihr seht, habe ich mich für schwarz entschieden. Warum schwarz? Soll das ein weiteres Statement für Black Lives Matter sein? Nein, einfach nur deshalb, weil ich es schön fand. Black kann halt eben auch beautiful sein. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich eine Wand einmal schwarz streiche, denn es nimmt dem Raum schon viel an Licht weg. Ähnlich wie schwarze düstere Zeiten im Leben auch unser Innerstes verdunkeln können. Vielleicht fehlt es dir auch gerade an Licht. Vielleicht ist auch bei dir gerade alles schwarz. Und ich rede hier als jemand, der diese Zeit nur sehr gut kennt und durchlebt hat. Eine Zeit, wo ich mich selbst gefragt habe, will ich weiterleben? Soll ich es nicht einfach beenden? Ich werde sicherlich in einem anderen Video mal mehr davon erzählen und wie es dazu kam. Doch heute schaue ich zurück und kann sagen, dass ich Gott sei Dank in der dunkelsten Zeit meines Lebens den größten Schatz meines Lebens gefunden habe. Nein, es ist nicht meine Frau. Sie ist auch ein großer Schatz in meinem Leben. Doch der größte Schatz ist Gott, oder genauer gesagt, Jesus gefunden zu haben. Mit ihm kam ein Licht in ein dunkles, schwarzes Leben. Ein Licht, das ich zuvor noch nie gesehen hatte. Dieses Licht brachte etwas mit sich, nachdem ich zuvor verzweifelt gesucht habe. Sinn, Bedeutung, Liebe, Erkenntnis und Hoffnung. Dinge, die, glaube ich, jeder Mensch elementar nötig hat. Besonders in dunklen Zeiten brauchst du Hoffnung. Weil erst dann, wenn du wirklich auf jemanden hoffen kannst, der die Macht hat, dich durchzutragen und alles in deinem Leben verändern kann, auch wirklich Hoffnung in dein Herz kommt. Denn worauf willst du hoffen? Dass alles einmal gut wird? Das ist mir zu unsicher und entspricht auch nicht immer der Realität, denn manchmal wird nicht alles gut. Ganz im Gegenteil. Worauf willst du in solchen Zeiten hoffen, wenn es Gott nicht wirklich gibt? Ein Gott, der dich liebt, der mächtig ist und der alles in der Hand hat und dich wirklich tragen und dir helfen kann. Ansonsten hast du nur zwei weitere Möglichkeiten, die nicht befriedigend sind. Erstens, deine Hoffnung auf deine Kraft zu setzen, die leider nur selten zu 100% vorhanden ist und manchmal sogar schneller als gedacht an ihr Ende kommt. Oder zweitens, deine Hoffnung auf die Kraft, das Mitgefühl und die Liebe anderer zu setzen, die aber leider auch oft begrenzt sind. Wie ihr seht, bleibt uns nicht viel, auf das wir unsere Hoffnung setzen können. Etwas, das die Kraft hat, dich durchzutragen und dir eine Perspektive zu schenken, die über den Tod hinausgeht. Das, meine Freunde, kann wirklich nur Gott. Oder genauer gesagt, nur Jesus. Am Ende möchte ich noch für dich beten, dass du in dieser dunklen Zeit Hoffnung findest, dass du Gott findest und dass er dein Licht wird. Jesus, ich danke dir für jeden, der hier am Bildschirm sitzt und das hier hört. Danke, dass du ihn gemacht hast. Du weißt, in welcher Lage er oder sie sich gerade befindet. Du weißt, was er oder sie gerade durchmachen. Du weißt, wie leer der Tank der Hoffnung ist. Du weißt, was er oder sie jetzt gerade braucht. Herr, ich bitte dich, schenk du Hoffnung, wo die Hoffnung gerade an ihr Ende gekommen ist. Herr, ich bitte dich, dass sie dich erkennen. Herr, bitte, begegne ihnen, zeig dich ihnen, schenke du Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Ich danke dir, Jesus, dass du uns liebst und gekommen bist, um uns zu retten.